Wer Geld anlegt, kann gut verdienen, aber auch verlieren. Bankberater klären über Risiken auf. Eine wichtige Aufgabe, die seit 2 Jahren in einem Beratungsprotokoll dokumentiert wird. Doch die Beratungsprotokolle sind in die Kritik geraten. In einer Stichprobe der Verbraucherzentralen zeigten sich Mängel in der Praxis. Seit 2 Jahren erhalten Kunden zudem ein Informationsblatt zu jedem Finanzprodukt. Kurz und verständlich soll es sein. Doch Verbraucherministerin Aigner kritisiert verschachtelte Sätze und schwammige Formulierungen. Der Bankenverband will nachbessern, sieht aber ein grundsätzliches Problem nicht gelöst. Wir haben aus meiner Sicht zu viele Informationen und einfach zu wenig Wissen bei den Verbrauchern, bei den Bürgern. Deswegen setzen wir hier im Bankenverband auf Bildung, auf die Vermittlung von Wissen. Das heißt, wir brauchen aus unserer Sicht, und das vertreten wir auch schon seit vielen Jahren, an den Schulen ein eigenständiges Schulfach Wirtschaft, um dort bei den jungen Leuten anzusetzen und ihnen ein solides und grundlegendes Wissen im Bereich Ökonomie und Finanzen zukommen zu lassen. Das heißt, wir sind auch der Meinung, Bildung ist eben nun mal der beste Verbraucherschutz.